Nächste Woche beginnt an der Wall Street die US-Berichtssaison und viele sagen, ja, das wird der große Gamechanger oder da wird sich dann die Richtung der Märkte entscheiden. Da ist sicherlich ein bisschen was dran. Die Zahlen sind schon wichtig von den US-Unternehmen, aber das, was am allerwichtigsten ist, das, was wirklich die Richtung bestimmt, das ist die US-Notenbank Fed und mit der Fed eine Institution, die, sagen wir mal vorsichtig, ein auffallend schlechtes Urteilsvermögen hat. Man hat lange die Inflation falsch eingeschätzt, hat dann umgesteuert. Jetzt überschätzt man die Inflation aus meiner Sicht seitens der Fed. Aber was ganz offenkundig ist, dass man jetzt seitens der Fed auch die Wirtschaftsstärke der USA völlig falsch einschätzt, die Rezessionsrisiken völlig falsch einschätzen. Mithin also tanzen die Märkte nach der Musik einer Notenbank, die auffallend ahnungslos ist, könnte man sagen, und das zeigt so ein bisschen den Gambling-Charakter dieser ganzen Finanzmärkte, wenn die sozusagen nach der Pfeife einer Notenbank tanzen, die auffallend doof agiert, die auffallend schlechtes Urteilsvermögen hat, dann stimmt etwas mit den Märkten nicht, aber schauen wir uns die Dinge mal im Einzelnen an. Hier gestern ja das FOMC-Protokoll. Ziemlich hawkisch in der Summe, 50 Basispunkte Zinsanhebung im Juli oder 75. Und man hat sich aber eine kleine Hintertür gelassen, indem man gesagt hat, naja, die Folgen unserer Geldpolitik, also die Straffung der Geldpolitik, die hätte doch durchaus Folgen. Das könnte sich auf die Konjunktur doch ziemlich schnell auswirken, so hat man gesagt. Zumal gestern nochmal Futter für die Hawks kam mit dem ISM-Index Dienstleistung, der zwar schwächer als im Vormonat war, aber immer noch besser als erwartet. Und auch den JOLTS, also den angebotenen Stellen in den USA, die zwar auch schwächer waren als im Vormonat, aber eben auch besser als erwartet. Das hat die Fed ein bisschen oder hat die Auffassung bestärkt, dass die Fed dann da ein bisschen weitermacht mit diesen Zinsanhebungen. Dementsprechend sind die Renditen wieder gestiegen, der US-Staatsanleihen. Aber irgendwann, so sagte Goldman Sachs, kommt der Punkt, wenn die Zentralbanken aufhören müssen, die Zinsen anzuheben und ein strukturell höheres Level an Inflation zu akzeptieren. Das denke ich auch. Irgendwann wird diese Entscheidung kommen, wahrscheinlich schon im Herbst. Aber hier sehen wir nochmal die Rate Hike Expectations nach den gestrigen Daten ISM und JOLTS und dem FOMC-Protokoll. Die sind wieder gestiegen und damit der Trend fallender Renditen, der jüngste Trend fallender Renditen bei den US-Staatsanleihen wieder rückläufig. Aber schauen wir uns mal an, was zählt denn für die Märkte? Sven Hendrik hat das hier gut ausgearbeitet. 2018, als die Fed das letzte Mal die Geldpolitik versucht hatte zu straffen, da waren die Earnings, also die Gewinne der Unternehmen, steigend. Aber die Kurse sind dennoch 20% gefallen. Sie erinnern sich, Autopilot, Bilanzreduzierung, die Märkte total erschreckt, gerade vor Weihnachten 2018 ein ziemlicher Abverkauf, Anfang Januar die Umsteuerung durch Jerome Powell. 2019 sind die Aktienmärkte 30% gestiegen bei null Gewinnwachstum der Unternehmen und 2020 hatten wir eine Gewinnschrumpfung, also eine Earnings Recession und gleichzeitig sind die Aktienmärkte auf ein Allzeithoch gestiegen, weil die Fed aufgrund des Corona-Crashes all-in gegangen ist mit Quantitative Easing, mit Liquidität. Also ist der entscheidende Faktor im Endeffekt immer sozusagen der monetäre, immer der Stimulus, der entweder da ist durch die Fed oder der entweder entzogen wird durch die Fed. Und wenn er entzogen wird, dann haben es die Aktienmärkte schwer. Und wir haben jetzt ja eine Erholung der Aktienmärkte gesehen, weil man hofft, dass die Entziehung dieser Liquidität nicht so stark ausfällt wie befürchtet. Wir haben den Abverkauf gesehen, weil man endlich eingepreist hatte, nachdem man das lange ignoriert hatte, auch seitens der Aktienmärkte, dass die fette Liquidität durch Zinsanhebungen und Bilanzreduzierung eben entziehen wird. Und jetzt hofft man, dass die Fed aufgrund der schneller eintretenden Abkühlung der US-Wirtschaft eben die Geldpolitik nicht so schnell strafen wird. Schauen wir uns nochmal das gestrige FOMC-Protokoll an. Hier haben wir jetzt etwa den Atlanta Fed GDP Now Tracker, also praktisch schon eine Art Realtime-Indikation für die US-Wirtschaft bei minus 2% im zweiten Quartal, wären dann also zwei Quartale in Folge negativ. Und im gestrigen Fed-Protokoll, wie Octavio Costa bemerkt, ist kein einziges Mal das Wort Rezession gefallen. Und die Fed hat 400 Ökonomen
die praktisch komplett immer daneben liegen. Die haben zum Beispiel hier gesagt, ja, wir gehen weiter davon aus, dass wir einen Rebound der US-Wirtschaft haben im zweiten Quartal mit soliden Wachstumsraten und dass das auch so bleiben wird dann im Rest des Jahres. Nun war diese Sitzung der Fed, als diese Aussage hier gemacht wurde oder als sich das hier als Texte wiederfindet bei der Sitzung, das war Mitte Juni, ist noch nicht so lange her, ein Monat jetzt etwa. Aber dennoch gab es schon damals deutliche Anzeichen einer Abkühlung der US-Wirtschaft. Das hat sich dann in den weiteren Zahlen weitgehend bestätigt. Ausnahme war so ein bisschen gestern ISM Dienstleistung und JOLTS. Aber JOLTS Arbeitsmarkt, nachlaufender Indikator, kommen wir gleich nochmal dazu. Und jetzt kommt eben vielleicht auch das Entscheidende. Gestern dann der Satz, viele Mitglieder der Fed sehen sozusagen ein signifikantes Risiko, dass die hohe Inflation dazu führen kann, dass die Märkte und die Öffentlichkeit die Frage stellt, ob wirklich die Fed die Dinge noch unter Kontrolle hat, ob sie wirklich die Inflation wirksam bekämpfen kann. Das ist etwas, wie Mohamed El-Erian bemerkte, das hätte sie schon viel früher erkennen müssen. Sie hat diese Inflation unterschätzt und dadurch haben sich dann auch die Inflationserwartungen ein Stück weit verselbstständigt. Und das ist genau das Problem, dass jetzt diese Inflation so breit ist, weil eben die Notenbank viel zu lange gewartet hat mit einer Straffung der Geldpolitik. Der Fehler passiert jetzt nicht durch die Straffung der Geldpolitik, sondern der Fehler passiert, dass diese Straffung zu spät kommt, sodass man jetzt eben stärker auf die Bremse treten muss, als man es hätte sonst machen müssen, wenn man frühzeitig begonnen hätte zu bremsen. Wenn Sie mit Karacho Richtung eine Mauer fahren und frühzeitig bremsen, müssen Sie dann halt nicht voll in die Eisen gehen. Das ist ja eigentlich durchaus verständlich. Und jetzt passiert nach meiner Auffassung Folgendes. Die Fed überschätzte die Inflation. Hier aus den Minutes von gestern, aus dem Protokoll von gestern, der Near-Term Inflation Outlook had deteriorated since the time of the May Meeting. Also der Inflationsausblick habe sich verschlechtert. Damit reagiert die Fed natürlich auf die CPI-Daten, die da veröffentlicht waren. Aber es gibt nach meiner Auffassung sehr viele Indikationen, dass jetzt das Schlimmste bei der Inflation in den USA, nicht zwingend in Europa, sondern in den USA vorbei ist. Hier sehen wir etwa mal Lieferzeiten im Manufacturing-Bereich, Delivery Times. Und wir sehen, das fällt überall, also das ist rückläufig, die Lieferzeiten gehen zurück, damit gehen ein Stück weit auch die Lieferengpässe zurück, was sozusagen inflationshemmend ist. Allerdings muss man jetzt beachten, Shanghai wieder neue Fälle an Corona, das könnte also sein, dass die Chinesen wieder zumachen und dann wäre das eben praktisch wieder eine Verschärfung dieser Lieferzeitensituation. Dann haben wir den Faktor Öl. Wir sind jetzt nur noch knapp über, beim Ölpreis, nur noch knapp über dem Niveau, das der Fall war, als der Angriff auf die Ukraine passierte. Also wir haben einen ziemlich deutlichen Rückgang des Ölpreises gesehen, etwa Energy. Der Sektor Energie ist jetzt von seinem 52-Wochen-Hoch weiter entfernt inzwischen als der Tech-Sektor, der ja vorher so massiv abgestraft worden war. Also wir sehen Energiepreise jetzt doch deutlich zurückgekommen. Das gilt übrigens auch für russisches Öl, das sogenannte Urals. Das handelt jetzt deutlich unter der Marke von 70, nämlich bei 67 Dollar. Und das ist weniger, das ist niedriger als zu Beginn des Angriffes auf die Ukraine. Also das ist das niedrigste Niveau im Prinzip seit Dezember, also weit vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine. Wir sehen hier übrigens ja auch den massiven Abschlag. Wir haben ja Brent und WTI so um und bei in der Zone 100, vielleicht ein Ticken drunter WTI. Aber hier ist eben gut ein Abschlag von 30 Dollar der Fall auf russisches Öl. Und jetzt kommen wir, weil wir heute den ADP-Arbeitsmarktbericht haben, die Vorschau auf die morgigen großen US-Arbeitsmarktdaten, die dann auch wichtig werden, kommen wir auch mal zum US-Arbeitsmarkt. Die Fed glaubt ja, sie könnte sozusagen die Geldpolitik deutlich straffen, weil der Arbeitsmarkt eben so stark ist und so eng ist, dass da auch eine gewisse Abkühlung ganz gut wäre. Aber schauen wir uns mal an, zum Beispiel Willis & Saunders zeigt 1970 bei der Rezession. Da hat der Arbeitsmarkt sozusagen seinen Hochpunkt erreicht, als die Rezession schon
drei Monate in Gange war. Das ähnliche Muster dann etwa 1973 hatten wir eine Rezession, aber die Payrolls, also die Zahl neu geschaffener Stellen, ist erst im Juli 1974 an den Hochpunkt gelangt. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist ein relativ langsamer, nachlaufender Indikator. Das heißt, selbst wenn wir morgen zum Beispiel super Zahlen hätten vom US-Arbeitsmarkt, heißt das nicht, dass die Wirtschaft der USA vielleicht schon technisch dennoch in einer Rezession wäre. Wichtig vor den morgigen Daten und auch vor den heutigen Daten, die Prognose für ADP heute 200.000 neue Stellen. Und apropos Rezession, mehr als 70% der erwachsenen Amerikaner erwarten, dass wir mindestens in diesem Jahr schon in einer Rezession sind. 35% sagen, wir sind schon in einer Rezession, eben wenn jetzt das zweite Quartal negativ wäre, nachdem das erste schon negativ war. Und 36% erwarten, dass diese Rezession im zweiten Halbjahr eintritt, nur 9% in einem Jahr oder weiter hinterliegend und nur 21% gehen nicht von einer Rezession aus. Aber die Leute spüren das meiste richtig, verstehen aber das meiste falsch, wie Tucholsky mal sagte. Und hier sehen wir, dass sie es wahrscheinlich richtig spüren, weil sie einfach auch mal dann etwa die Zeitung aufschlagen oder im Internet schauen, was denn so die Immobilienpreise machen. Und hier bei Listings, also bei Angeboten von Häusern, die dann ihren Preis senken, sehen wir, dass wir hier eine sehr, sehr starke Zunahme haben. Das heißt, wir werden hier eine starke Abkühlung am Hausmarkt sehen. Das scheint sich abzuzeichnen. Wir sehen, wenn wir jetzt mal zu den Aktienmärkten kommen, dass eigentlich diese ganze Rallye, die wir jetzt gesehen haben, diese Erholung, die wir jetzt gesehen haben, aufgrund von defensiven Aktien passiert. Die zyklischen Aktien sind mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Es sind die defensiven Aktien, zu denen auch die großen Tech-Werte gehören. Etwa eine Apple, eine Microsoft vielleicht noch typischer. Jedenfalls hatten wir gestern Utilities weit vorne, also Versorger, Technology, Healthcare. Also defensiver Sektor, dann offensiver Sektor, Healthcare, defensiver Sektor, Materials eher offensiver Sektor. Ziemlich gemischt die ganze Geschichte, Energie ganz unten. Consumer Discretionary auch weit unten. Offensiver Sektor, aber gestern ja Ölpreis gefallen und insgesamt sehen wir, dass die Schwankungsbreite an den Märkten, mit Ausnahme in den Aktienmärkten, sehr, sehr deutlich zugenommen hat. Etwa oben hier Rohstoffe, wir hatten gestern den drittgrößten Fall der Rohstoffmärkte in den letzten 90 Jahren. Unten sehen wir den Euro-Move-Index, also praktisch die Schwankungsbreite des Euros, die Volatilität des Euros als Währung gegenüber anderen Währungen auch deutlich gestiegen. Und was besonders an den Anleihemärkten der Fall ist, ist eben diese extreme Volatilität. Der sogenannte Move, das ist die Volatilität der Anleihemärkte, ist extrem hoch, während der VIX, die Volatilität auf S&P 500 Aktien, ziemlich niedrig ist. Würde man diese Grafik übereinander legen, dann entspräche die derzeitige Nervosität, Schwankungsbreite am Anleihemarkt einem VIX von 80. Und 80 ist das totale Panikniveau, das wir mal kurz im Corona-Crash gesehen hatten. Also an den Anleihemärkten geht es zur Sache. Jetzt steigen die Renditen wieder. Ich denke aber, dass der Trend nach oben hin insgesamt abgeschlossen ist. Wir hatten bei der 10-jährigen ein Hoch gesehen, bei der 10-jährigen US-Anleihe von 3,5%, sind dann auf 2,74% gefallen, steigen jetzt wieder in Richtung 3%. Dann kommt wahrscheinlich, wenn wir bei 3% sind, die nächste Bewegung wieder nach unten. Wir sehen, dass gestern auch wieder nach dem Fed-Protokoll die Yield Curve sich invertiert hat, also die Zinskurve 2 und die 10-jährige. Das ist auch ein Rezessionssignal, was man hier sieht. Und wenn wir nochmal zu den Aktienmärkten kommen, wir haben jetzt den Triple Q, also das maßgebliche Nasdaq-ETF, ist an einer signifikanten Stelle, nämlich an genau dem Abwärtstrend, der seit April der Fall ist. Hedgefonds waren es in erster Linie, die im ersten Quartal so viel verkauft haben, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Also hier muss der Nasdaq drüber, hier müssen die Tech-Werte drüber. Ich muss sagen, ich bin derzeit so ein bisschen neutral für die Aktienmärkte. Die Erholung war absehbar, die wir gesehen haben, aber jetzt wird es auch langsam wieder etwas dünner mit der Luft. Noch sehe ich da kein intaktes Short-Signal, aber eben würde ich jetzt auch nicht mehr zwingend All-In gehen auf der Long-Seite. Obwohl jetzt eben auch, oder vielleicht auch weil eben jetzt die Unterstützung vom Optionsmarkt weg ist. Wir sehen, dass die Optionen, die ja eine immer größere Rolle gespielt haben, gerade auch bei der Rallye, die wir noch bis Ende 2021 gesehen hatten,
dass da jetzt Net Bullish Option Strategies inzwischen praktisch bei Null sind. Also es kommt keine Unterstützung mehr für die Bullen durch Optionen. Da werden viele Calls gekauft. Dann müssen die Market Maker teilweise das Underlying physisch kaufen, um sich abzusichern. Das hat dann die Bullenmärkte so ein bisschen beflügelt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und auf der anderen Seite sehen wir Dollarstärke, aber der S&P 500 fällt nicht. Also entweder ist die Dollarstärke bald vorbei. Das wäre gut für den S&P 500. Wenn die Dollarstärke nicht bald vorbei ist, dann wird der S&P 500 Schwierigkeiten haben, denn normal ist da eine negative Korrelation erkennbar. Und was natürlich gegen dauerhaft hohe Kurse spricht, ist, dass viele Longs natürlich noch unter Wasser sind, dass also gerade Positionen unter Wasser sind. Wenn die sich deutlich erholen, dann sagen diejenigen, die diese Positionen hatten, sagen sich, komm jetzt raus damit, ich habe den Verlust neutralisiert oder zumindest stark reduziert raus damit. Das dürfte ein Gegenwind bleiben eben. Das sagt eben auch Bank of America, wir bleiben bärisch, eben weil die Main Street, also vor allem die Privatinvestoren extrem stark gehebelt sind. Auf der anderen Seite haben wir bis Mitte Juli, ich habe diese Grafik schon öfter gezeigt, saisonal ein sehr, sehr günstiges Muster. Genau Mitte Juli beginnt dann die US-Berichtssaison. Also das könnte lustig werden. Wenn wir jetzt nochmal abschließend nach Deutschland kommen, dann sehen wir, dass die Wachstumserwartungen immer weiter runtergehen. Wir waren im Herbst letzten Jahres, ging man davon aus, dass wir 2022 um 4,5% wachsen. Jetzt sind es gerade mal noch 1,7% und wahrscheinlich wird das noch viel, viel weniger, wenn eben diese Abschwungdynamik durch die Energiekrise sich jetzt fortsetzt. Und hier sehen wir nochmal in Sachen Lieferzeiten, in Sachen Fed, in Sachen Inflation, Materialmangel, Lieferengpässe, Containerstaus in den USA sind beendet. Auch das ein Faktor, der gegen eine dauerhaft hohe Inflation spricht, aber große Probleme in der Nordsee. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Stück weit Staus und Crash der Kryptoszene, würde ich Ihnen auch noch als Artikel empfehlen. Doppelter Domino-Effekt, Voyager, eine Kryptobank, hat gestern Insolvenz angemeldet oder Insolvenz nach Chapter 11 in den USA. Der ganze Kryptobereich als Liquiditätsassets, ein Artikel von mir, der zeigt eben, dass Bitcoin und Co. gestiegen sind, als die Fed die Schleusen geöffnet hat, und jetzt, wo Liquiditätsentzug droht, da fallen eben dann auch die Kryptomärkte. Dementsprechend könnte es jetzt sein, dass wenn die Fed irgendwann in absehbarer Zeit umsteuert, dass auch für die Kryptos wieder besser wird. Also diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen, sind unter dem Video verlinkt. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in den Tag mit der Bitte um Teilung des Videos und aller Artikel, die Sie jemals gesehen haben bei finanzmarktwelt.de. Ich sage Servus und Ciao.